Hallo, heute möchte ich euch zeigen, wie man an einem Mahle E-Bike Motion iWork Schalter nur dieses Plastikteil wechselt, also die Abdeckung im Oberrohr. Um die Abdeckplatte am iWork Schalter zu wechseln, muss man ihn demontieren und dann kann man sie einfach abschrauben. Hier drunter ist eine Mutter. Die passt genau in die Platte, ich zeige es gleich genauer. Und dann kann man das Kabel durchziehen. Hier seht ihr die Mutter, die genau passt und sich dann auch nicht bewegen lässt. So praktisch wie ein Maulschlüssel, der schon integriert ist. Am iWork selber sieht man hier gut das Gewinde, auf das die Mutter dann aufgeschraubt wird. Gut, Demontage des iWorks, die Schraube lösen, herausschrauben, gut aufheben, den iWork selber herausnehmen. Das Kabel befindet sich je nach Hersteller meistens im Oberrohr. Dann geht es auch ganz einfach, so lange herausziehen, bis ihr die Kupplung seht. Dann die Kupplung herausnehmen. Hier ist die Markierung. Beim Zusammenstecken ist es wichtig, dass die Pfeile dann wieder aufeinander sind. Es geht etwas schwer, wenn es noch nicht so oft aus- und eingesteckt wurde. Jetzt haben wir den Schalter einzeln. In Uhrzeigerrichtung kann man die Platte abschrauben. Das hatte ich ja schon gezeigt. Beim Aufschrauben muss man dann beachten, dass die Mutter in der Platte drin ist, sonst klappt es nicht. Und dann gegen den Uhrzeigersinn wieder aufschrauben. Wenn man den Ansatz einmal gefunden hat, dann geht es auch einfach. Und handfest anziehen, also nicht überdrehen oder mit zu viel Kraft, einfach handfest andrehen. Jetzt sind wir da schon wieder fertig. Die Buchse und den Stecker wieder verbinden, darauf achten, dass die Pfeile übereinstimmen. Funktionsprobe vornehmen, ob das E-Bike noch ansprechbar ist, hat funktioniert. Dann wieder ausschalten und einbauen. Jetzt die Kupplung und das Kabel so in etwa wieder hineinschieben, wie das ursprünglich war. Am Schluss dann den iWork. Hier vorne ist eine kleine Nase, die unter das Blech drücken. Jetzt noch mal überprüfen, ob alles stimmt. Sieht ja noch ein bisschen komisch aus. Schraube ich mal noch ein bisschen fester. Und als letztes dann die Schraube wieder montieren. Mit 1 bis 2 Newtonmeter, nicht mehr, wenn ihr einen Drehmomentschlüssel habt. Ansonsten mit Gefühl, nicht zu fest, nicht dass euch die Platte springt, die ihr gerade gewechselt habt, weil sie gesprungen war. Das war's für heute. Ich hoffe, ihr konntet den Tipp gebrauchen. Vielleicht müsst ihr die Reparatur irgendwann mal selber machen. Weitere Videos von uns gibt es hier zu sehen. Unseren Kanal könnt ihr hier abonnieren. Auch die Playlist findet ihr hier unten. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Schauen, Schrauben und Fahren. Tschüss, bis zum nächsten Mal, Olaf.